So, herzlich willkommen zu der Achtelfinalanalyse. Ja, ich bin voll im Stress. In 3 Wochen habe ich Prüfungen und ich muss noch einen Arsch voll arbeiten. Aber genug gelabert, kommen wir zum wichtigen Teil, nämlich zu der Analyse. Das erste Battle bestritten JLZ und Relax. Der Videopunkt geht hier klar an JLZ. Solide Kameraführung, jedoch eine sehr eintönige Location. Die Cuts waren schön auf dem Beat und haben mir auch relativ gut gefallen. JLZ float hier richtig einen ab und die Hook tönt auch relativ stark. Insgesamt ist die Runde hörgenusstechnisch sehr ausgereift. Das einzige, was mich etwas gestört hat, war die etwas zu dünne Stimme auf dem Beat. Die Mische müsste man nochmals etwas überarbeiten. Ansonsten kann man nichts aussetzen hier bei JLZ. Relax dagegen hat auch Fortschritte gemacht. Jedoch hört man klar heraus, dass er nicht so routiniert und erfahren im Flowen ist wie JLZ. Das resultiert dann im Nuscheln und im gelegentlichen am Takt vorbeirappen. An der Mische und Audioqualität müsste man zudem auch noch etwas arbeiten. Ich gebe hier aber dennoch großzügig ein 2 zu 1 für JLZ. Punchline-mäßig hat JLZ Relax ordentlich was gegeben. Er kommt auf eine Punchline-Dichte von 55,3%. Relax dagegen habe ich gar nicht erst bewertet. Das hat folgenden Grund: Ich habe von ihm keine Lyrics erhalten. Das gibt schon mal einen Punktabzug. Und weil er relativ unverständlich rappt, habe ich nicht die Zeit, jedes Wort einzeln versuchen zu verstehen, nur damit ich dann die Punchlines verstehe und bewerten kann. Dafür ist mir meine Zeit zu schade. Wenn man schon etwas undeutlich rappt, sollte man immerhin die Lyrics auch mit abgeben. Nun denn, ich schätze bei Relax jetzt einfach mal großzügig und sage, er kriegt einen Punkt und JLZ 3 in Sachen Inhalt. Delivery geht hier klar an JLZ. Seine Lines ballern schön ins Gesicht, währenddessen man bei Relax sich einen Dolmetscher holen muss. Extra Punkt geht hier logischerweise auch an JLZ. Endstand hier 8 zu 1. JLZ hat hier eine richtig gute Runde abgegeben. Ich muss aber sagen, dass mir die Runde vom 16. um einiges mehr gefallen hat aufgrund der Mische und der Ausformulierung der Punches. Mir ging da JLZ zu fest auf das San Diego-Konzept ein, was zwar stimmt, aber auf Dauer etwas monoton wird und ein Thema mehr hätte das sicherlich nicht geschadet. Das zweite Battle bestritten Soa und Nachti. Video geht hier ganz klar an Soa, ein richtig schönes Video, Herom-Style gedreht. Kameraführung und Schnitt sind hochwertig, sowie die Qualität des Bildes. Hörgenusstechnisch war Nachti ganz solide. Man kann von keinen großen taktlichen Fehlern klagen und sonst irgendwelchen Flowfehlern. Das alles geht schön nach vorne. Props hierfür an Nachti. Soa ist da aber in einer ganz anderen Liga. Das hörgenusstechnische Highlight hier war ganz klar Freddo in der Hook. Da muss man einfach ein 2 zu 1 an Soa geben. Inhaltlich gesehen sehe ich da Soa ein wenig vorne, jedoch muss ich sagen, reicht das nicht ganz für einen Punktunterschied. Ich gebe hier ein 2 zu 2. Soa hat 53 und Nachti 50% Punchline-Dichte. Die Delivery geht hier an Soa. Vor allem Vince hat hier gut abgerissen in Sachen Punchlines und der Delivery. Den Extrapunkt ist logisch bei einem Freddy-Feature. Endstand hier ist 7 zu 3 für Soa. Jedoch will ich noch etwas loswerden. Soa sollte sich nicht zu siegessicher einschätzen. Vince war in dieser Runde extrem stark, jedoch fand ich persönlich Londi, ich hoffe, ich spreche jetzt den Namen richtig aus, etwas zu fest in den Hintergrund gedrängt. Ich meine nicht von der Menge her, sondern eher von der Qualität her. Ein Team ist immer nur so gut wie sein schwächstes Glied. Londi war in dieser und in der letzten Runde auch schon einfach wie ein zweiter Vince Page, wenn auch ein bisschen in schlechter. Ich würde mir da von ihm etwas mehr Differenzierung wünschen, damit sie auch wirklich schön als Team harmonieren und Londi nicht einfach wie ein Feature rüberkommt. So, das nächste Battle bestritten Luca und Sick. Nun, Luca hat hier ein schönes Video abgegeben. Gute Bildqualität und schöne Kameraführung. Sick hat zwar mehrere Locations, jedoch ist das Bild viel körniger und unterstreicht den Rap nicht so wie das von Luca. Punkt geht hier an Luca. Hörgenusstechnisch sieht die Welt aber wieder ganz anders aus. Luca hat Fortschritte gemacht, das hört man und ich gebe da auch offiziell Props an ihm, jedoch braucht es einfach seine Zeit, die richtige Stimmlage beim Rappen und vor allem im Battle Rap zu finden. Er wirkt mir einfach zu zierlich und zu unsicher beim Rappen. Etwas mehr Selbstsicherheit würde seinem Rap sicherlich gut tun. Sick dagegen ist viel routinierter und float hier extrem stark über dem Beat. Er hat Flow-Variationen und eine schön heftige Battle-Rap-Stimme, die er auch zu benutzen weiß. Ein klares 2 zu 1 für Sick. Punchline-mäßig waren beide ziemlich gleich auf. Bei Luca war jetzt einfach der erste Part extrem Punchline-arm und bei Sick schlichen sich einfach immer wieder Lines mit ein, die keinerlei Wirkung gegen Luca hatten. Luca kommt auf 51% und Sick auf 52,9%. Jedoch hat mich die Technik von Luca so beeindruckt, dass ich hier ein 3 zu 2 für ihn geben werde.
Delivery geht hier ganz glanzig. Lukas' Stimmansatz macht es schwer, seine Punchlines die nötige Portion Wucht ins Gesicht mitzugeben. Mein extra Punkt ist meiner Meinung nach auch klar. Luca hat sich zwar extrem verbessert, unterliegt jedoch der Routine und dem Rap-Skill von Sick. Sicks Gesamtpaket hat mich einfach mehr überzeugt als das von Luca. Dennoch war ich froh über Lukas Teilnahme und wünsche ihm alles Gute weiterhin. Er hat Talent und wenn er seinen Flow Routine einbringt, kann aus ihm etwas werden. Endpunktestand hier ist ein 6:5 für Sick. So, kommen wir nun zu meinem größten Problem-Battle im Achtel und zwar PJ gegen Drew. Das Battle war in meinen Augen am knappsten und deswegen für mich relativ schwer zu entscheiden. Nun, der Videopunkt geht hier klar an PJ. Er hat nichts Überragendes abgeliefert videotechnisch, aber es geht ganz okay durch. Ist etwas schade, da ich videotechnisch von ihm in der Qualifikation ganz anderes natürlich gewohnt bin. Kommen wir zum Hörgenuss. PJ hat ein richtig geiles Feature vom Joker bekommen. Ich wünschte, er hätte so gebattelt gegen PJ, weil dann hätte es wahrscheinlich ein Feature aus seitens PJ für Joker Trizzy gegeben. Aber egal, einfach hier mal dicke Props an ihn. Schöner Flow, gute Melodie und mir gefällt den Stempel, den er auf Drew aufdrückt. PJ dagegen wirkt recht monoton im Vergleich zu Joker, trifft aber den Takt solide. Drew hat bei einem Teil in seinem Track ein bisschen Mühe mit dem On-Point-Rappen und war dort ein bisschen neben dem Beat. Jedoch brachte er Abwechslung rein und rappt nicht so monoton wie PJ. Ich denke, die beiden sind unter dem Strich relativ gleich auf und ich gebe hiermit ein 2:2. PJ hat ein paar richtig geile Punchlines, jedoch auch ein paar richtig üble Gammellines, wie seine Einstiegsline in den ersten Part. Sowas will keiner in einem Battletrack hören, das ist fernab von irgendeinem Punch und geht eher als Selbstdiss durch. Drew dagegen hat auch relativ solide Punches, aber auch bei ihm gibt es 1-2 Dürreperioden in den Parts. Punchline-mäßig liegt Drew bei 55% und PJ bei 51%. Jedoch ist die Technik von PJ besser als die von Drew. Ich denke auch hier wieder, dass die beiden unter dem Strich gleich sind, demzufolge gibt es hier ein 2:2. Delivery-technisch gesehen sehe ich Drew im Vorteil aufgrund seiner richtig geilen Battle-Stimme und der Attitüde, mit der er rappt gegenüber von PJ. PJ hat auch eine schöne Delivery und hebt diese hervor, jedoch knallen die Lines, die Drew ins Mic rappen, einfach um einiges mehr rein. So, nun ist es 5:5 und unentschieden und ich habe mir jetzt den Kopf zermartert, wem ich den Extrapunkt geben soll und ich mache jetzt etwas, das ich noch nie zuvor in einer Staffel gemacht habe. Ich gebe dem Extrapunkt keinem. Tja, es gibt ein Unentschieden, da All Might und Thais nicht abgegeben hat, fehlt ein Teilnehmer fürs Viertelfinale. Jedoch jemanden als Lucky Loser reinzunehmen funktioniert in 90% der Fällen nicht, da dieser gleich in der nächsten Runde aufgrund der vorliegenden Angriffsfläche rausgeworfen wird. Deshalb gebe ich keinem einen extra Punkt und somit haben beide gewonnen und ziehen beide ins Viertelfinale. Ich finde es nicht fair, wenn jemand nur aufgrund eines extra Punktes im nächsten Battle einen Nachteil hat wegen dieser Angriffsfläche. Ich habe dieses Battle ausgewählt, weil in meinen Augen wirklich beide Teilnehmer gleich starke Runden abgegeben haben und beide es verdient haben. So, kommen wir zum nächsten Battle und zwar Arta gegen Wostock. Und ich fand dieses Battle extrem interessant. Nun, den Videopunkt muss ich Wostock geben, da er einfach ein leicht verstörendes, aber spannend und zu seinem Rap extrem passendes Video zusammengeschustert hat. Arthas Video ist auch ziemlich schön mit der Kameraführung und allem, aber hat nicht diesen bindenden und fesselnden Effekt wie das Video von Wostock. Klarer Punkt an ihn. Vom Hörgenuss her hat sich Arta verbessert. Er ist immer im Takt. Und die Mische ist hier auch klarer und besser auf den Beat geschnitten als im 16. Alles in allem eigentlich fehlerlos. Nur war für mich der Flow ein wenig zu starr und monoton für nur einen 16er. Wenn man einen 16er plus Hook abgeben will, dann erwarte ich einen speziellen 16er. Voller geiler Flow-Variationen und Abwechslung. Hat mir ein bisschen gefehlt hier, aber Arta hatte hier einen extremen Zeitdruck und auch ein recht knappes Zeitfenster und für diese kurze Zeit hat Arta auch einen sehr guten Job gemacht. Wostock hat etwas ganz Eigenständiges abgegeben. Der Beat in Kombination mit der Stimme passen extrem gut zusammen. Das ganze Soundbild ist extrem malerisch und überraschenderweise sehr gut durchdacht, was man nicht gerade von vielen Underground-Battle-Rap-Artisten erwarten kann. Wostock hat schöne Variationen und float mit Routine und einer soliden Taktsicherheit auf dem Beat. Das einzige Manko war jetzt für mich die Mische, da der Beat etwas zu laut und seine Stimme etwas zu leise eingestellt war. Punchline-mäßig waren beide ziemlich sauber unterwegs. Arta hat 57,5% und Wostock 62,5%. Da gibt es nicht viel beizufügen. 3:2 für Wostock.
Arthur hat eine bessere Delivery gehabt, da Woodstock nicht wirklich eine heftige Battle-Rap-Stimme hat. Er hat zwar seine Punchlines sauber ausformuliert, aber irgendwie hatten die Punchlines von Arthur alleine von der Delivery her mehr Wucht. Hat in meinen Augen auch ein bisschen was mit der Mische zu tun. Den Extrapunkt gebe ich aber Woodstock. Er hat hier eine sehr schöne und auch spezielle Runde abgegeben. Ich mag solche Runden, dass sie sich ein wenig von den anderen abheben und eine schöne, interessante Abwechslung bieten. Woodstock gewinnt hier 7:5 gegen Arthur. So, das nächste Battle bestritten die Otto-Verbrennungsanlage, ja nicht Verbrennungsmaschine, das war ein kleiner Fehler, die Verbrennungsanlage und Snipex. Das Video geht hier klar an DOV. Ein ziemlich solides Video. Was ich halt ein wenig vermisse, sind Videos, bei denen alle in einer Location sind. Aber das ist halt extrem zeitaufwendig. Vom Hörgenuss her hat hier DOV ziemlich gut abgeräumt. Nun, ich weiß nicht, wie ich den Schlaufuchs bewerten soll. Ich weiß, dass Corner nicht wirklich der Schlaufuchs ist, deswegen werde ich hier ihn eher als Feature-Part behandeln. Nun, wie dem auch sei, ich muss sagen, dass mir die Runde sehr gefallen hat. Am besten hörgenusstechnisch fand ich Omim. Der hat mit schönen Flow-Variationen Abwechslung reingebracht und die Runde aufgelockert. Snipex hat DOV aber auch ganz schön Paroli geboten. Er hat einen richtig geilen Flow in Kombination mit einer guten Stimme. Der Double Time war weitgehend verständlich und die Mische sehr sauber. Ich werde hier ein Unentschieden geben in Sachen Hörgenuss. Da Snipex leider extrem wenig Zeit hatte, konnte er inhaltlich neben dem krassen Flow leider nicht viel zustande bringen. Er verfügt über eine Punchline-Dichte von gerade mal 40%. DOV kommt auf 58%. Die Delivery geht hier an DOV. Snipex hat eine richtig geile Stimme, damit die Punches knallen, jedoch was bringt einem eine richtig fette Kanone, wenn die Munition fehlt? DOV hat jetzt nichts Besonderes Delivery-technisch gemacht, sondern einfach schön einen Punch nach dem anderen abgeliefert. Somit geht der Delivery-Punkt hier an DOV. Den Extra-Punkt werde ich auch DOV geben, einfach aufgrund der besseren Battle-Runde. Dennoch bin ich erstaunt gewesen von Snipex, dass er aufgrund der kurzen Zeit, die er zur Verfügung hatte, noch so etwas abgeben konnte. Props dafür an Snipex und auch natürlich Riesen-Props an DOV für ihren Sieg. So, letztes Battle und das bestritten Believable und Flame. Den Videopunkt geht ihr klar an Flame. Geiles Video mit einer schönen Kameraführung. Die Locations fand ich persönlich jetzt nicht so prickelnd, aber das ist egal, denn Believable hat nicht wirklich was abgegeben, was man als Video zählen könnte. Flame float ziemlich solide, ist im Takt und die Mische sitzt auch. Jedoch ist die Stimmlage im Vergleich zum Gegner fast zu monoton und das alles wirkt dann ein wenig lustlos. Believable dagegen float wie gesagt viel dynamischer und die Hook finde ich richtig schön melodiös. Es macht einfach Spaß dazu zu hören. Hier ein klares 2:1 in Sachen Hörgenuss. Inhaltlich gesehen war Flame wieder mal extrem stark unterwegs. Er kommt auf eine Punchline-Dichte von 55%, kombiniert mit sehr guten Reimen. Believable dagegen hat nur 48% in Kombination mit eher simplen und einfacheren Reimen. Die Punches waren mir manchmal zu unkreativ für das, was Flame als Angriffsfläche geboten hat. Ich werde hier ein 3:2 für Flame geben. Flame hat eine ganz solide Delivery. Jedoch war der Stimmeinsatz von Believable um einiges krasser und demzufolge kamen die Punchlines einfach viel brutaler rüber. Delivery geht hier an Believable. Nun, der Extrapunkt entscheidet hier und ich muss sagen, dass ich Flames Runde sehr gerne gehört habe. Jedoch konnte man die Runde von Believable aufgrund der Abwechslung und der melodiösen Hook einfach besser geben. Das Gesamtpaket hat mich bei Believable einfach mehr überzeugt als das von Flame. Demzufolge gebe ich meinen Extrapunkt Believable. Und somit gewinnen sie mit einem Punktestand von 6:5. Gut, das war's mit der Analyse. Hier seht ihr die Paarung zum Viertelfinale. Ja, das sind einige interessante Battles. Ich bin extrem gehypt darauf. Die Teilnehmer haben Zeit bis zum 16. Juni. Achtung, das ist ein Samstag, hä? Nicht Sonntag, dieses Mal ist es ein Samstag, weil sonst die ganze Planung bei mir bergab geht, weil ich den darauffolgenden Mittwoch schon 3 Wochen in den Ferien bin und dann sollte schon die Produktion für das Halbfinale starten. Nun denn, ich wünsche euch allen noch eine schöne Woche, haut rein und gönnt euch.